Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ja, es ist wieder eine Woche rum. Herzlich willkommen zum Newsflash 2017. Am Mittwoch hatte Google eine Konferenz, und zwar die Google I.O. Da hat Google hauptsächlich darüber gesprochen, dass 360-Grad-Videos wohl auch auf den Fernseher kommen sollen demnächst. Denn der Fernseher mit Smart TV wird immer mehr zur Plattform, auf der YouTube geschaut wird. Wobei da keine konkreten Zahlen genannt wurden, wie viele Leute tatsächlich auf dem Fernseher schauen. Und zusätzlich hat man nochmal betont, dass man sich auch hauptsächlich auf die Handys demnächst konzentrieren möchte. Denn 60% aller Videos auf YouTube werden wohl offensichtlich über das Handy geschaut. Facebook ging es diese Woche an den Kragen, und zwar hat wohl nun ein Gericht beschlossen, dass die Fusion 2014 nicht ganz sauber abgelaufen ist. Facebook und WhatsApp haben da wohl falsche Angaben gemacht, wie einfach es letztendlich ist, Kundendaten untereinander auszutauschen. Und nun wurde Facebook zu 110 Millionen Euro verurteilt dafür, dass halt diese Falschangaben gemacht wurden. Facebook betonte nochmal, dass sie nach bestem Wissen und Gewissen versucht haben, mit der Europäischen Kommission zusammenzuarbeiten und allen Richtlinien gerecht zu werden. Und es handelt sich da wohl um ein Versehen, so sagt Facebook, dass das mit den Kundendaten passiert ist. Aber das Gericht ließ sich da nicht drauf ein. Abschließend sind es, wie gesagt, jetzt diese 110 Millionen Euro, die gezahlt werden müssen. Und das soll natürlich auch eine abschreckende Wirkung auf andere Unternehmen haben, die dann Ähnliches versuchen und eventuell mit den Kundendaten und dem Datenschutz halt auch lapidar umgehen. Hattet ihr auch Ausfall bei WhatsApp? Anfang der Woche ist jedenfalls WhatsApp wohl in größten Teilen Europas quasi offline gegangen, beziehungsweise es kam sehr zu Verzögerungen bei der Zustellung der Nachrichten. Das hatte WhatsApp bis jetzt noch nicht so. WhatsApp ist sehr stabil. Die haben ja mittlerweile 1 Milliarde Benutzer, aber bis jetzt lief es immer sehr gut. Da hatte eher Facebook zum Beispiel vom gleichen Unternehmen durchaus größere Probleme, aber mittlerweile nimmt die Häufigkeit bei WhatsApp halt auch zu. Man ist sich noch nicht sicher, warum es ausgefallen ist. Also es kam hauptsächlich in England, Holland, Deutschland und Italien, also einmal so quasi runter, quer durch die Mitte Europas kam es zu Ausfällen. Und eventuell handelt es sich um einen Hackerangriff oder die Server sind abgestürzt. Bis jetzt hat WhatsApp da noch nichts zu gesagt. Aber es ist wohl tatsächlich zu großen Abstürzen, quasi zu großen Verzögerungen bei den Nachrichten gekommen. Mittlerweile scheint es wieder größtenteils sauber zu sein. Mittlerweile scheint es wieder größtenteils zu funktionieren. Aktuell ist nur noch in Holland wohl ein großes Problem. Ansonsten sind die anderen Länder wieder nicht betroffen. Also es sieht so aus, als sei wieder alles okay. Es gibt ja sonst noch eine andere Nachricht von WhatsApp, und zwar gibt es ja wohl einen Hacker bzw. einen Sicherheitsexperten, der es geschafft hat, WhatsApp zu hacken. Er hat es halt geschafft, tatsächlich Profilbilder, den Online-Status und Telefonnummern abzugreifen mit einem Programm, das halt willkürlich Telefonnummern sich ausdenkt und dann quasi über einen Trick kontrolliert, ob da tatsächlich ein Profilbild und ein Online-Status bei WhatsApp zur Verfügung steht. Und wie ihr euch davor schützen könnt, das zeige ich euch hier oben in dem Link. Da habe ich ein Video gemacht, wie ihr halt diesen Browser-Trick beheben könnt, beziehungsweise wie ihr euer WhatsApp so einstellen könnt, dass ihr nicht betroffen seid von diesem Trick. WhatsApp selber wird dagegen nichts tun, so viel kann ich schon mal sagen. Das erzähle ich auch in dem Video. Und ihr könnt euer WhatsApp aber dann so einstellen, dass es halt sicher ist. Apropos WhatsApp, habt ihr euer WhatsApp eigentlich schon sinnvoll genutzt und dieses Video hier an eure Freunde geteilt? Wenn nicht, dann holt das auf jeden Fall mal nach, weil dann bekommen die auch mit, was wir hier so machen, und dann könnt ihr halt zusammen auch diskutieren darüber, was ihr hier so an Themen gesehen habt. Außerdem sind wir natürlich mehr Leute, die Community wächst immer mehr, und dann schreiben vielleicht auch noch mehr Leute in die Beschreibung, wenn ihnen irgendwie was einfällt, wenn sie eine Frage haben zum Beispiel, und dann werden wir halt immer mehr. Das macht auf jeden Fall Spaß. Übrigens, wenn ihr in der Beschreibung irgendwelche Kommentare seht, die ihr vielleicht beantworten könnt, dann zögert nicht, schreibt da gerne mal rein, und ich will auch sehen, dass ich immer Fragen und Anregungen zeitnah dann auch beantworte. Wenn ihr den Kanal abonniert, das geht hier über diesen Abo-Knopf, dann bekommt ihr immer wieder eine Nachricht, wenn ich ein Video hochlade, und wenn ihr das Glockensymbol klickt, dann werdet ihr sogar benachrichtigt über euer Handy in der Benachrichtigungszeile, kostenlos wohlgemerkt, ist der Service von YouTube, und dann verpasst ihr quasi gar kein Video mehr von mir, und dann sehen wir uns nämlich beim nächsten Mal. Das ist jetzt kein Abschied, es geht jetzt weiter.
Es ist gerade mal 3 Tage her, ehrlich gesagt, dass ich mein neues Android Nougat aufgespielt habe. Jetzt lese ich, Google O ist verfügbar. Und zwar in der Beta-Version, aktuell nur für ein paar auserwählte Handys. Und zwar hauptsächlich die Google-Geräte und eine TV-Box. Die Software scheint ganz gut zu sein, auf jeden Fall. Es gibt wenig Änderungen. Es soll zum Beispiel eine, das hat mich sehr irritiert, eine Anzeige geben, wie viele Nachrichten ihr in einer App habt zum Beispiel. Also dann sollte es so einen kleinen Counter geben. Bei Samsung habe ich das ehrlich gesagt schon, aber anscheinend ist das wohl eine Samsung-Entscheidung, das anzuzeigen. Und jetzt soll das Ganze halt auch direkt in Android verfügbar sein. Außerdem kriegen die Benachrichtigungen wohl eine Schlummerfunktion. Das heißt, man kann dann bestimmen, dass ein paar Minuten, ein paar Stunden die Benachrichtigungen nicht mehr angezeigt werden sollen. Wenn man also mal irgendwie die Ruhe haben möchte für eine Stunde, ist das wahrscheinlich ganz praktisch. Und es soll auch eine Autofill-Funktion geben. Das heißt, Google und die Passwörter sollen einfach noch mehr integriert werden in das System, dass man einfach seine Passwörter dann nicht jedes Mal eingeben muss, wenn man sowieso mit seinem Google-Account angemeldet ist. Die Apps sollen schneller starten, außerdem soll der Stromverbrauch reduziert sein. Das liegt auch daran, dass das neue Android dann noch mehr gucken soll, wohl welche Apps wirklich gerade laufen müssen. Und außerdem sind die Einstellungen neu sortiert, da sind die Gruppen wohl wieder noch etwas sinnvoller, noch etwas besser zusammengefasst, dass man die Sachen schneller findet. Eine App ist neu, Google Play Protect. Hoffentlich braucht man sie quasi nie, denn das ist ein quasi Antivirenprogramm, beziehungsweise merkt dieses Programm, wenn irgendwelche Apps gerade im Begriff sind, auf dem Handy Schaden anzurichten und würden euch dann Bescheid sagen. Also hauptsächlich, also das Beste wäre, wenn man die Software quasi komplett gar nicht bemerkt. Ich selber bin am gespanntesten auf die Funktion Bild in Bild, denn da soll es wohl jetzt noch besser sein, dass ein YouTube-Video zum Beispiel parallel abspielt, während ihr was ganz anderes auf dem Handy macht, während ihr zum Beispiel eine Nachricht schreibt. Und das wird jetzt immer mehr, dass man quasi Multitasking auf dem Handy machen kann, und da freue ich mich am meisten drauf. Wann die neue Version auf euren Handys verfügbar sein wird, das weiß ich leider nicht. Da hat Google sich nicht so geäußert und auch noch nicht, welchen blumigen Namen quasi das neue Android bekommen soll. Auch da hat man sich noch nicht festgelegt. Aktuell könnt ihr euch halt, wenn ihr so ein Nexus-Gerät habt, auf dem es funktioniert, dann könnt ihr euch als Beta-Tester aktivieren und könnt es dann halt schon mal probehalber runterladen. 900 Megabyte hat die Datei übrigens. Aber wenn ihr halt kein Beta-Tester und nicht im Besitz eines Nexus-Handys seid, dann geht ihr im Moment noch leer aus. Außerdem wird es wahrscheinlich von den einzelnen Herstellern, von den einzelnen Handyanbietern noch länger dauern, wieder wie auch in der Nougat-Version. Warum das so ist, da habe ich ja vor kurzem gerade ein Video gemacht, das findet ihr hier oben, wenn ihr da hinklickt. Und dann könnt ihr euch mal angucken, was da wirklich für ein Riesenprozess hintersteht, beziehungsweise ich habe da ein bisschen drüber gesprochen, was für ein Riesenprozess dahinter steht, um so ein System einzuführen in die Herstellersoftware. Guckt euch das am besten mal an. Ihr Lieben, das war schon wieder. Der Newsflash 2017 ist Geschichte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal, wie gesagt, dann verpasst ihr keine neuen Videos. Und wenn ihr ein Thema habt, über das ich berichten soll, dann schreibt das gerne in die Beschreibung. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich freue mich. Bis dann.